Moin, meine lieben Freunde, willkommen zurück. 7 Days to Die steht auf dem Programm. Es ist Tag 28, wenn es mich nicht irre, genau. Es ist Hordennacht. Oder beziehungsweise die Horde kommt demnächst. Hier sind sogar schon einige unterwegs, die mir ein bisschen auf die Nerven gehen wollen, scheinbar. Wo ist ein anderer? Klopft doch hier irgendwo gegen. Ja, ja, klopft da ruhig gegen, juckt mich nicht. Wir haben hier ein bisschen was schon vorbereitet, beziehungsweise ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar wird das unsere Base sein, wo wir die Horde spielen werden. Sieht noch relativ unspektakulär aus, Freunde, ich sag's euch aber. Das hat alles System auf jeden Fall. So, jetzt sehe ich, das ist falsch gesetzt. Da muss ich nur eins Abstand nehmen. Hauen wir jetzt erstmal schon weg. Zack. So. Und dann müssen wir hier. Da. Da. Zack. Zack. Da. Das ist nämlich wichtig, weil das der Käfig ist quasi zu unserer, ja, zu unserem Türmchen sozusagen. Der sollte nicht kaputt gehen, wenn es geht. Deswegen mache ich den einfach hier aus guten alten Beton, ist das. So. Ne, habe ich das jetzt. Was habe ich denn jetzt hier gebaut? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ah, Freunde, ich sag's euch. Was habe ich denn jetzt hier gebaut? Fabriziert. Ich glaube, ich habe das Ding nicht gezogen. Ja. Eieieiei. Da ist die Konzentration wieder auf dem Höhepunkt. So, also nochmal hier diese Ecken nehmen. Zack. Zack. Ja. Und jetzt wieder die normalen Stäbe. Ja gut, dann haben wir jetzt hier nur eins breit, das ist aber auch egal. Ich hoffe jetzt, dass... Ja, hier ist natürlich zwei breit, ey, das gibt's auch gar nicht. Nee, auch nur eins breit. Ah, das gibt's jetzt nicht. Egal, wir... ja, was machen wir denn jetzt, Freunde? Ich denke, das würde... Das eins breit reicht eigentlich auch. Das läuft hier natürlich wieder fantastisch. So, das passt. Hier haben wir zwei Platz, da haben wir eins Platz. Das ist aber alles im Rahmen. Ja, alles im Rahmen. Da müssen wir jetzt nur ein bisschen nochmal schnell wegwechseln. Ja. Ist natürlich schade um die Blöcke, aber Freunde, was soll denn eins? Jetzt nicht alles täuscht, können wir hier diese Gitter, jawohl, diese Dinger hier hinsetzen, das passt. Und dann müssen wir selbstverständlich, ne, nicht die mittigen Stäbe, sondern diese Stäbe hier. Und die setzen wir einfach hier hin. Jetzt hoffentlich nicht wieder verbauen. So, das passt schon mal. Genau, das müssen wir dann eins rausstellen. Das ist nicht so schlimm erstmal. Wichtig ist, dass hier überall... Jawohl, das passt. Und jetzt machen wir hier noch... das machen wir aber dann zum Schluss. Weil irgendwie muss ich ja hier noch rein und rauskommen. So. Das Ganze sieht jetzt natürlich noch nicht so ganz so spektakulär aus. Das kommt aber alles noch. Und zwar werden wir uns jetzt hier was errichten, dass eben die Zombies wohl eigentlich... Ich könnte ja auch oben reingehen. Ich baue das jetzt hier zu. Ja, zack. Zack, aber das ist... Doch, das sind die richtigen... Ja, was habe ich denn hier für Stäbe benutzt? Das sind irgendwie andere. Teilweise, okay. Hm. Ist jetzt erstmal nicht schlimm.
Müssen wir dann einfach mal gucken, wie wir das dann. Ne, das war falsch. Wie das dann hinterher läuft, aber ich denke, das wird schon passen. So. Jetzt wollen wir natürlich, dass die Zombies hier einen gewissen Weg laufen. Deswegen müssen wir jetzt hier mal gucken. Die sollen mich, wenn es geht. Ja, das kann ich schon wegmachen. Dann bauen wir jetzt hier eine Ecke hin. Das ist natürlich auch, also ihr könnt das bauen, wie ihr Bock habt. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist je nach Vorliebe. Ich will aber auf jeden Fall viel auch mit Granaten spielen. Das heißt, ich muss... Ne. So. Ich muss immer mal gucken, dass ich auch so ein paar Schächte lasse quasi für die Granaten dann. Soll aber, wenn es geht, alles einigermaßen hübsch aussehen. Das ist mich hier schon falsch gesetzt. Zack. So. Zack. Zack, zack. Ja, also wenn das jetzt so läuft, wie ich mir das vorstelle. Was höchstwahrscheinlich... Ne, das ist auch wieder falsch. Was natürlich höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Das passt schon mal alles. Dann laufen die Zombies hier rein. Ich würde das gleich mal vormachen. Ah, das mit diesen Gittersätzen ist manchmal gar nicht so leicht. So, also in der Regel kommen die dann hier reingelaufen und laufen dann hier eben einen Weg, den man halt selber baut sozusagen. Ja. Damit ja, man eben die schön gebündelt hat hier. Und ich baue hier immer so ein relativ großes Becken, wo die Zombies dann eben ja, reinkommen sozusagen, damit man die eben mit Granaten gezielt abwerfen kann. Ja, ich würde jetzt hier quasi... Man kann natürlich auch so einen kompletten Walk bauen. Geht natürlich auch. Ah, das ist jetzt schon wieder Kacke, ne? Dass ich jetzt da nicht hinsetzen kann. Sieht das natürlich wieder scheiße aus. Müssen wir gucken. Dass wir das dann vielleicht einfach so hier bauen. Jawohl. Das passt. Ja, nur gucken, dass es nicht ganz so eng wird. Das kann ja dann immer variieren, wie man das möchte, sozusagen. Müssen wir natürlich noch aufwerten. Alles, damit das auch natürlich ein bisschen robuster ist. Die sollen dann hier sich irgendwo tummeln und dann müssen wir halt einfach mal gucken. Oh, das sieht aber auch kacke aus hier mit den verschiedenen Gittertypen. Naja, so ist es nun mal. Hauptsache, wie gesagt, hier das läuft einigermaßen. Die laufen jetzt hier hinten. Hier packe ich immer. Setzen wir erstmal hier die Dinger hoch. Eieieiei. Gut, dass wir das nicht schon mit fertigen Blöcken machen. So können wir sie immer wieder wegnehmen. So, das ist mir eins zu weit. Blöcke setzen. Ja, man kann das natürlich auch ausgiebig noch feilen. Man könnte jetzt, hatte ich mal bei einem anderen Spielstand, hatte ich hier noch so ein dieses Teil hier hingebaut. Moment, wo ist es? Wo ist es? Das hier. Ja, dann bleiben die Zombies da hängen. Also sprich, ich habe das hier so hingebaut. Na gut, das kann ich jetzt schlecht hinbauen. So quasi, ne?
Also die Zombies hier immer gegengelaufen und wenn man jetzt hier das Gitter beispielsweise weglässt, könnte man sogar noch nahkampfmäßig die Zombies killen. Geht auch eine Möglichkeit, aber ich habe da ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, immer Nahkampf. Das ist nicht so meins, Freunde, und von daher alles easy. Aber wenn ihr darauf Bock habt, dann macht das so. Ich bin eher ein Freund von Granaten und all solchen Geschichten. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Möchte mal gucken, dass ich jetzt hier, obwohl wir machen erstmal hier das Ding zu. Jetzt können wir hier hoffentlich wieder um die Kurve gehen, dass das auch bündig abschließt. Nee, schließt natürlich nicht bündig ab. Dann können wir auch einfach die Stäbe hier nehmen. Nee. Das war auch leider wieder nix. So. Und das jetzt natürlich von hier oben auch nochmal runter. Dann ist das quasi wie so ein kleiner Käfig für die Zombies, wo die natürlich immer wieder probieren werden, rauszukommen. Aber die werden hier nicht mehr lebend rauskommen. Soweit die hier einmal reingelatscht sind, war es das für die. Das passt alles. Jetzt müssen wir hier nochmal das Ding hinsetzen. Zack. Zack. Ah, wenn ich jetzt hier quasi Zombies spiele, laufen die hier rein. Da machen wir auch noch eine schöne Treppe hin. Und dann, sie haben natürlich die Möglichkeit, das kaputt zu hauen, aber wir stehen ja oben drüber und werden das natürlich verhindern. Und hier werde ich noch ein paar Gitterchen wegnehmen. Das mache ich aber dann zum Schluss. Das musste ich jetzt schon mal machen, damit eben die Konstruktion hält. Deswegen auch der Tower. Also auf dem Tower starte ich immer. Und ja, damit wir da die nötige Stabilität haben. Ne? Man kann dann später auch hier runter gehen. Und wenn es dann hart auf hart kommt, könnte man nur in den zweiten Ring gehen. Und wenn es ganz hart kommt, geht man eben auf den Tower. Also von daher, man hat hier die besten Überlebenschancen, meiner Meinung nach. So, ich meine, das kann ich jetzt mal schnell aufwerten. Jetzt wenigstens alle schon mal einmal Holz. Na. Mit der Nagelpistole geht das natürlich sehr, sehr schnell. Wenn ihr natürlich irgendein anderes Werkzeug habt, Freunde, dann müsst ihr einfach euch ein bisschen mehr Zeit einpacken, dass ihr das alles rechtzeitig schafft. Dachte, wenn ich schon, ich habe auch die Base noch mal ein bisschen verändert, das zeige ich euch auch gleich alles. So, das passt schon mal. Hier muss ich mal gucken, was ich dann noch mache. Jetzt kann man die Stäbe schon mal nicht mehr so einfach wegnehmen. Also stabil ist das Ganze jetzt schon mal. Ja, und wie gesagt, hier haben sie jetzt keine Möglichkeit, wieder irgendwie rauszukommen. Hier sind sie dann in der Falle. Und dann stehe ich einfach munter von oben und werfe eben ein paar Mollys runter. Aufpassen, dass ich dann auch einen Cut mache mit dem Aufwerfen. Das war, glaube ich, sogar schon zu viel. Es gibt ja wirklich bei 7 Days, gibt es ja so viele Möglichkeiten, eine geile Base zu bauen. So eine Horden-Base, also das ist ja der Krieger. Kreativität, ja, keine Grenzen dazu gesetzt.
erstmal aufwerfen, denke ich. So, jetzt haben wir alles wenigstens schon mal aus Holz. Ja, hinterher muss ich das dann noch alles mit Pflasterstein machen, das mache ich dann aber dann noch. Also kein Stress, das kommt dann alles später noch. Jetzt, hier ist es letztendlich genauso. Ja. Die Zombies laufen eben auf der anderen Seite lang. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch wieder einen Walk bauen. Das Gute ist, wir haben eben schon hier den Anfang sozusagen. Ja, können wir eigentlich so bauen hier. Ich will mal gucken, vielleicht reicht das ja, upsa, wenn ich einfach das quasi so baue. Ohne die Kanten sozusagen. So, jetzt gehen wir hier einmal rum. Ja, okay, hier müsste ich jetzt wirklich die Kante setzen. Ah, das passt jetzt natürlich wieder nicht. Schlecht. Ja, 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 ja. Ah, ne, das ist dann schon zu weit. Na gut, da müsste man sich dann mal was einfallen lassen. Aber ich denke so im Großen und Ganzen. Ja, jetzt habe ich hier natürlich das Problem. So, so. So läuft das jetzt erstmal. Ja, es ist immer schwierig hier mit diesen Blöcken. Wichtig ist, dass ihr halt achtet, dass das genau 3 hoch ist. Nicht, weil ich mir das irgendwie aus... Gut, ich habe es mir schon ausgedacht, aber das ist meiner Meinung nach einfach die beste Höhe, weil man dann eben auch mit der Pumpgun noch spielen kann. So. Und die Zombies trotzdem noch trifft. Oh, das sollte nicht passieren, dass er da jetzt gegenhämmert. Aber wir brauchen scheinbar noch ein paar Rahmen. Ah, es geht ja recht zügig. Die Herstellung, die dauert ja jetzt nicht so immens lange. Passt das dann jetzt noch? Ja, ne. Das passt von der Nut, alles gut. Selbst wenn, das ist ja eigentlich nur optisch, dass das halt einigermaßen gescheit wenigstens auch aussieht. So, so läuft das schon mal. Ja. Jetzt müssen wir halt hier auch wieder so einen kleinen Käfig reinziehen, damit die eben nicht in einer Vielzahl quasi hereinlaufen, sondern ein bisschen gedrosselt. So, die Frage, ich glaube, da können wir auch eigentlich wieder hier die um die Ecke nehmen. Oder? Ja. Passt, ne? Jawohl, das passt. Damit das auch optisch einigermaßen hübsch aussieht. Aber letztendlich ist das, wie gesagt, scheißegal. Das muss auch nicht synchron sein oder so. Da könnt ihr euch frei entfalten, wie ihr das möchtet. Hier beispielsweise würde ich jetzt hier einfach zumachen. Werde ich jetzt schon mal komplett auf. Hier habe ich keine Lust, nachher nochmal reinzusteigen. Das sieht ja jetzt schon mal ganz stabil aus. Jetzt nehmen wir hier so einen Balken weg, setzen hier eine Leiter hin.
Leiter, 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 die sind nämlich auch hier. Genau. Ja, Leiter. Das ist ja nur für uns, falls mal was passiert, damit wir eben hier hoch können. Wichtig ist nur, dass ihr über dem Korridor, wo die quasi laufen, das wirklich alles schön zumacht. Damit die eben nicht hochspringen können. Ja, da habe ich unsauber gearbeitet. Teilweise fehlt an manchen Stellen fehlt sogar noch was. Jetzt mal, nehme ich das hier weg, oder ist das? Ach komm her, ich nehme es hier weg. Ja, da kommt hier auch nochmal eine Leiter hin. Die kommt, ne, die können wir da nicht, shit, die können wir jetzt da nicht hin platzieren, da müssen wir doch hier was wegnehmen. So, zack. Und da müssen wir natürlich jetzt wieder ein Gitter hinbasteln. Der sich das nicht merkt, ne? Dass wir fortschrittlich sind und dieses fortschrittliche Drehen quasi benötigen. Irgendwie rafft er das nicht, dass ich das merken soll. Also ist das nun mal. Ich sag mal so, das Perfide hier dran ist halt, selbst wenn unten dieser ganze Turm abgerissen wird, würde der trotzdem nicht kippen, weil der eben durch die ganzen Gitter gehalten werden. Und die Gitter werden gehalten durch die Außenwände und natürlich durch die, ja, durch diese Reihen hier, wo die Zombies durchmarschieren. Also von daher, wir haben da wirklich relativ große Chancen, dass die Base hält. Die werden wahrscheinlich kaum Schaden machen. Ich werde den Schwierigkeitsgrad, also Schwierigkeitsgrad, die Menge der Zombies auf jeden Fall hochstellen. Dass wir wirklich mal einen guten Test haben, wie das denn hier dann aussieht. Ist natürlich eine Base, da braucht man natürlich viel Munition tatsächlich. Aber mir machen die Hordennächte halt am meisten Spaß, wenn ich auch ein bisschen rumballern kann. Und nicht nur irgendwie ruhig in der Ecke rumstehe. So. Also hier kommt jetzt quasi unser Kampf. Also hier kommen dann die Zombies rausgelaufen. Die können wir alle wegnehmen. Ups. Das ist egal. Ihr seht, egal von wo diese Rahmen zerstört werden, es hat immer noch genug Stabilität. Natürlich, wenn ich jetzt einen von innen wegnehme, der irgendwas festhält, ups, dann fällt man natürlich auf den Boden. Aber so im Großen und Ganzen sollte das machbar sein. Dann müssen wir es so machen, damit ich ihn aufheben kann. Zack. So. So, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, die werte ich jetzt noch auf. Jetzt
jetzt muss ich mal gucken, ob wir jetzt quasi. Das funktioniert jetzt nicht. Das heißt, wir müssen diese Dinger hier nehmen. Auch wieder fortgeschritten, selbstverständlich fortgeschritten. Da war es doch eben schon, was wir brauchen. So. Geht das denn auch einmal andersrum? Damit das irgendwie schön aussieht mit den Stäben. Nee, das geht natürlich nicht. Verdammt. Ja, ist jetzt nur mal so. Ne, aber die Dinger basteln wir jetzt quasi hier dran. Ah, hier muss ich mir noch was Cooles überlegen für. Was kann ich das denn bei der anderen Base gemacht haben? Das werde ich mit Sicherheit gleich sehen. So, ah, und da kommt jetzt einfach nur noch so ein Ding hier hin. Ah, wieder fortschrittliches Training, selbstverständlich. Ja, könnte man jetzt so lassen, finde ich aber hässlich. Das soll dann schon. Ja, soll schon so abschließen. Ne? Das ist alles eine Höhe. Dann haben wir halt hier eben die Möglichkeit, Granaten, Mollys etc. reinzuwerfen. Da können wir natürlich auch ein bisschen mit den Wänden spielen. Das ist alles easy. Und das Gleiche. Man kann das natürlich noch so upgraden, wie man das möchte. Also sprich, man kann noch später, wenn irgendwie ja, das Spiel ein bisschen weiter vorangeschritten ist, dann machen wir überall noch Klappen hin. Da müssen wir natürlich ein paar Blöcke wegnehmen oder wir gucken halt, welche Blöcke kaputt gegangen sind und setzen da eben Klappen rein, damit wir die Klappen öffnen können und da eben dann Mollys durchwerfen können oder Granaten. Da müssen wir einfach mal gucken. Das Level Up noch mal gegönnt, damit wir eben noch ein paar Fähigkeitspunkte verteilen können vor der Horde. Das ist alles weit aufgewertet. Jetzt müssen wir weiter gucken. Jetzt geht's hier weiter. Das passt. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Blöcke zum Aufwerten. So, die können wir auch noch aufwerten. Den nehmen wir weg, damit wir da wieder unsere Leiter hinmachen können. Damit wir wirklich aus jeder Position heraus schießen können. Mal denken, ich habe da jetzt alle Rahmen gesetzt. Hier muss jetzt nur eins hin. Nee, das sieht ein bisschen zu hässlich aus, wenn ich das jetzt einfach da rein ja, setze. Deswegen, so, hier haben wir eine Leiter, da kommen wir hoch. Das müssen wir aufwerten hier. Da haben wir eine Leiter, da kommen wir hoch. Und da hinten auf der anderen Seite kommt dann gleich noch die Leiter hin, damit wir da auch noch hoch können. Das sieht doch schon mal vernünftig aus. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. So, komm, die Reihe nehmen wir auch noch weg.
die auch. Wir müssen ja jetzt noch die Stäbe nehmen, die quasi um die Ecke gehen. Und die nehmen wir auch nochmal. Ja, wieder das fortschrittliche drehen. Die nehmen wir auch nochmal einen Block sozusagen weg. Wir wollen es ja nicht so ganz so eng hier haben. Ja, das kann man leider nicht irgendwie schöner machen, weil diese Rahmen, diese Gitter, die lassen sich an sich eben nicht drehen. Ja, also dass das dann quasi bündig auch abschließt. So. Na, die gehen ja jetzt mit in die Richtung. Aber die hier leider nicht. Ist jetzt nun mal so. Da können wir leider nichts machen. Okay, jetzt haben wir keine Pflastersteine mehr. Das ist aber nicht so schlimm. Da müssen wir dann einfach nochmal in die Base welche holen. Hoffe ich, dass da noch ein paar sind für uns. Man kann das Ganze jetzt hier natürlich noch mit Pfeilen bestücken, ja, also sprich wirklich irgendwelche Selbstschießanlagen oder was auch immer hier reinbauen. Das ist alles möglich. Da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt sozusagen. Ich hatte hier auch in der anderen Base hatte ich mal einen Selbstschießturm drin. Da muss man natürlich dann hier einfach ein Gitterchen freilassen. Also das kann man da nicht komplett zubauen. Aber es ist alles möglich, Freunde. Aber ich finde, ihr werdet es auch sehen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass wir in dieser Base die Horden nach überstehen, wie die Base vielleicht aussieht, wie viel zerstört wird. Und dann müsst ihr euch auf jeden Fall die Hordennacht noch reinziehen, die dann auch demnächst hier gepostet wird, beziehungsweise bei YouTube erscheinen wird. Und dann könnt ihr ja schauen, ob euer, ja, eure Vermutung ins Schwarze trifft oder eben nicht. So, ja, wenn ich mich jetzt alles täusche, kommen die Zombies eben hier rein. Latschen hier rum, gut, da muss ich noch was hinbasteln. Kommen dann hier letztendlich hoffentlich hier hin. Und ja, dann können wir da einfach Mollys reinwerfen, beziehungsweise einfach Granaten. Oder, ja, diese Rohrbomben, mit denen spiele ich eigentlich immer ganz gerne. Ja, ich hätte jetzt gewusst, dass das Video so kurz jetzt ist, oder dass es so zügig geht hier, um bei Base doch fertigzustellen. Da hätte ich das andere auch noch mit euch gebaut, aber so, ja. Lieber frühzeitig fertig als zu spät. Ist jetzt 9 Uhr Hordennacht. So. Aber Freunde, daran soll es jetzt nicht scheitern. Ich denke, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen hier durch die Gegend cruisen. Aber erstmal ein bisschen was hier reinpacken, was ich nicht brauche. Das benutze ich. Eigentlich brauche ich davon. Ups. Brauche ich davon eh nichts. Bis auf das hier. Fahr einfach eine Runde spazieren. Und gucken einfach mal, dass wir hier vielleicht noch, wenn wir den noch eine Quest oder was so abgeben. Ja, wir haben auf jeden Fall noch eine Säuberung. Wir könnten hier diese Schatzkarte holen. Ah, 2,6 Kilometer ist auch ganz schön weit. Müssen wir schauen. Also, ich brauche auf jeden Fall ein paar Ressourcen. Werden wir jetzt erstmal hier abbauen, definitiv. Und ja, dann werde ich die Base noch fertigstellen, aber das Ganze dann ohne euch. Mal gucken, vielleicht machen wir noch eine Schatzsuche, bevor die Horde kommt. Oder eben auch nicht. Ich muss auf jeden Fall, glaube ich, auch noch Munition herstellen. Weil so viel Munition habe ich jetzt auch nicht mehr. Müssen wir einfach mal schauen, Freunde. Ich denke, am einfachsten oder am sinnvollsten ist, wenn wir jetzt Ding hier wirklich cutten. Komm her, Junge.
Never Dude. Ach, wir können hier noch den Endloot sozusagen mitnehmen. Der ist direkt hier hinter. Ah, dieses Panzerglas, das ist schon. Vielleicht mal auch vor der Base nochmal so eine kleine Base-Rundführung, weil da hat sich auch noch ein bisschen was getan. Okay, jetzt kommt hier diese schöne Musik. Da will ich auf jeden Fall mal reingucken. Bevor ich hier alles kurz und klein schieße. Jetzt wieder hier, Matsch weg! Humorlos. Alle gekillt. Moin. Zack. Der ist auch hinüber. Vielleicht ist hier noch was Gutes drin. Ich habe übrigens jetzt auch eine 6er MP. Ich weiß gar nicht, hatte ich das mit dem Video gehabt? War in der Supply-Box drin. Das legendäre MP5-Pack. Ich glaube, das hätte ich mit aufgenommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das hat sich auf jeden Fall rentiert. Komm, das hauen wir jetzt mal schnell auf und dann machen wir einfach mal einen Cut. Dann muss ich mal zur Base die Pflastersteine holen, alles aufwerten, mich neu sortieren und dann ja, nochmal eine Schatzkarte, auch gut. Moin! Gerichtsvollzieher. Oh, also sowas ist immer ungünstig. Zack, oh geil, der hat sogar einen Loot fallen lassen. The Loot Bag hat er fallen lassen, der Kollege. Was geht hier ab? Lacht ihr wieder an der Arbeit oder was? Wie soll ich das verstehen? Schlafen alle an der Arbeit? Was soll denn sowas? Ist ja wohl logisch, dass ich keine anderen Wahl habe, als ich hier im wahrsten Sinne zu feuern. Oder zu B feuern. Oh. Was ist das denn hier? Die Kühlkammer. Jetzt habe ich schon gefreut, dass da jetzt auch nochmal extrem geiler Loot auf uns wartet. Aber Freunde, ihr habt es gesehen. Leider nicht. Leider nicht. Da waren wir schon dran. Gut, wir müssen jetzt hier nochmal rein. Das Ding öffnen. Wie gesagt, ich brauche halt echt hier diese... Diese mechanischen Teile brauche ich. Und ein Desert-Bauplan. Das wäre auch ziemlich nice, wenn wir den kriegen würden. Aber ich denke, da werde ich wenig Chancen haben. Oh, zack. Ich will mal gucken, wo geht's denn hier hin? Was ist denn das hier? Wie sieht das denn hier aus? Okay, das ist schlecht, da geht es auf jeden Fall raus. Aber hier oben kloppt noch einer fleißig irgendwo gegen. Was ist denn los mit euch? Zack. Noch einer, shit. Tja, hättest du mich mal weiter angegriffen, Kollege. Ich habe mich gerade fleißig am Nachladen. Scheiß Köte. Gut, da geht's auf jeden Fall hin. Da geht's runter. Okay. Vielleicht sollte ich hier mal gucken, was hier noch Schönes ist. Gut, hier soll man wahrscheinlich einfach nur einmal außen rum gehen. Um dann letztendlich hier hinzukommen. Hier runter zu springen. Und? Das war ernsthaft. Freunde, aber... Ich höre doch hier noch was. Kollege, wenn ich dich jetzt finde, ne, dass du hier außen an die Tür an der Wand klopfst, ne, dann durchsiebe ich dich aber nur. Oh, zwei mit einer Patrone. Das ist effizient. Ein bisschen Fleisch haben wir auch noch gleich mit am Start. Ja, okay, generiere ich erstmal. Zack. Ja, Freunde, ich denke,
Dann können wir das Video erstmal bis hierhin belassen. Da freue ich mich beim nächsten Mal. Entweder Horde oder Schatzkarte. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit eigentlich, bis die Horde kommt. Von daher mal schauen. Uiuiui. Was geht denn hier ab? Hi, grüß dich. Na? Was geht hier? Oh. Scheinbar irgendetwas explodiert. Etwas Größeres, so wie es mir scheint. Nur verkohlte Leichen hier. Am besten ich gehe mal zum Filialleiter. Der wird wissen, was hier passiert ist. Guck, hier ist auch wieder der Endloot. Komme ich da denn irgendwie rein? Was ist denn das hier eigentlich für eine Wand? Meistens sind die Wände ja. Bin ich schon komplett voll? Tatsache. Die Wände sind ja meistens immer das kleinste Problem sozusagen. Die kriegt man eigentlich am besten auf oder am leichtesten auf. Shit, ja. Komm, können wir die lesen? Jawohl, die können wir erstmal lesen. Dann machen wir vor der Horde doch nochmal ein paar Dings. Ein paar Schatzsuchen. Wer weiß, was uns da Gutes drin erwartet. Also den Schatz suchen. Können wir mitnehmen. So, das Papier machen wir weg. Das Blei machen wir weg. Das Eisen. Das Sand. Das. Jetzt gucken wir mal. Das schmeißen wir da oben ins Inventar, damit ich sehe, wann das Inventar voll ist. Deswegen habe ich immer unten ein paar Plätze frei in der Regel. Damit ich eben sehe, wie jetzt. Ne? Ihr seht, wenn ich jetzt nochmal was aufhebe, kann ich nichts mehr aufheben. So, jetzt habe ich da eine Batterie aufgehoben. Jetzt muss ich nochmal was rausschmeißen. So, heilen brauche ich nicht. Steine haben wir auf jeden Fall. Metall haben wir auch. So, Eisen, Sand. Das ist das, was ich habe fallen lassen. Sehr gut. Sehr gut. Zack. Zack. Kann ich diese Garage auch irgendwie öffnen? Da ist doch schon wieder ein Bär. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Hier wollte ich genau nicht runterfallen. 1:1 wollte ich da nicht runterfallen und wer fällt runter? Natürlich. Der Depp, der auch in seine eigenen Fallen rennt. So, jetzt erlegen wir nochmal schnell den Bären. Da zeige ich euch auch nochmal einen kleinen Trick. Trick 77 ist das nämlich. So, das schmeißen wir da rein. Das nehmen wir mit. Ja, gespannt, ob das funktioniert, wie ich es vorhabe. Wir müssen jetzt einfach mal hier ein bisschen lang fahren um die Ecke. Oh. Das wäre es mir jetzt schon wieder gewesen. So. Das war's. Keine Chance. Keine Chance hier für den Bären. Gibt Bären keine Chance. Das sieht auch interessant aus. Hier könnte bestimmt auch das eine oder andere gute, das eine oder andere Goodie versteckt sein, sozusagen. Geht einfach mal. Ach, guck mal, da ist ja schon die Kiste. Das heißt, wir müssten hier jetzt mal so lang. Zack. Da gucken wir erstmal direkt rein. Was ist denn los mit dir? Du hättest viel früher aufstehen müssen. Hat das Ding doch schon längst fertig gelootet. So. Gehe ich mal hier hoch. Keine Falle? Hier kommt kein Vogel oder so. Gut, dann nicht. Geil wäre es, wenn jetzt hier nur Eier drin sind, dann fühle ich mich schade. Schade, 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 schade. Ah, hier sind auch diese mechanischen Teile. Das ist einfach nur Schrott. Tja. Boah, zweimal kurz vorm Niesen. Seid froh, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Ich denke, wir müssen hier vielleicht rein zum Endloot. Hier sind auf jeden Fall nochmal Vorräte. Das hat mir zu viel, ne? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht alles sein hier. Hier muss doch nochmal einen richtigen Endloot oder sowas geben. Kann ja sein, dass ich jetzt hier die Leiter hochgehe, theoretisch. Dann hier
hier raus und stelle fest, oh Gott, das Gebäude ist ganz schön zerstört. Ich springe mal hier rüber. Mann, oh, da ist eine Kiste. Ja gut, scheinbar ist das echt sozusagen der Endloot. Gut, es ist eben so, Freunde. Wir haben übrigens jetzt alle Fahrzeuge, die es gibt. Ich habe Motorrad, was hat denn da gefehlt? Das Zubehör, glaube ich. Das habe ich tatsächlich gekriegt. Und das habe ich gefunden. Irgendwo, wenn ich jetzt noch wüsste, wo. Irgendwo habe ich es auf jeden Fall gefunden. Natürlich nicht aufgenommen. Und ja, wir haben auf jeden Fall jetzt auch ein Motorrad. Und ja, unsere Base. Ich bin ein bisschen stolz auf die Base. Also wenn ihr die Base dann seht, müsst ihr einfach mal ein Rating abgeben und mir einfach mal sagen, ob ihr die Base auch geil findet, weil ich feiere mich dafür richtig. So bisher, was da, Alter, was da bisher so gelaufen ist. Und da kommt ja noch ein bisschen was. Und ja, in diesem Sinne, Freunde, wünsche euch eine angenehme Zeit. Macht's gut und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, bis dann.